Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Might and Magic World of Xen. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir sind hier in der Hohe Magiewolken und da wollen wir uns mal weiter umschauen. Wie ihr seht, ich habe einfach nochmal diese Wolke hier nochmal neu gemacht gehabt. Die hatten wir ja eigentlich schon gehabt. Dann bin ich nur zu blöd gewesen und bin runtergefallen und naja. Wo die Musik gerade ist, habe ich keine Ahnung. Irgendwie fehlt die Musik. Ach, da kommen wir gar nicht weiter. Okay. Das ist eine... Ach, verdammt. Wieder Wunden heilen. Und dann darfst du vielleicht noch eine... Ach nee, das geht gar nicht. Ja, wir müssen auf jeden Fall bald rasten. Da haben wir gar keine andere Wahl. Weil irgendwann werden wir auch runterfallen. Ja, komischerweise, keine Ahnung, wo die Musik geblieben ist. Die ist irgendwie weg. So, auf jeden Fall, das in meinem Norden. Da drüben ist auch noch mal eine Wolke. Wir nehmen auf jeden Fall alles mit, was wir finden. Ist ja auch klar. Ich hoffe, wir kriegen das noch rechtzeitig hin, bevor... Eieieiei. So, wir halten unsere Leute aber auch nicht mehr aus, muss man dazu sagen. Gehen wir lieber mal auf Speichern. Aber wir sind ja auch bald fertig hier, glaube ich. So. Die Gegner sind ja jetzt zum Glück nicht so heftig hier oben. Ja, was mit der Musik passiert ist, ich habe keine Ahnung. Die war auf einmal, war sie weg. So, der kommt nochmal mit, der Bogen. So, okay. Da unten haben wir noch eine Wolke und ich glaube, das war es dann sogar schon. Das heißt, wir sind ziemlich fertig mit diesen Wolken hier. So, das sind 1, 2, 3 Felder. Da kommen wir anscheinend nur über einen Teleportzauber hin. Ja gut, dann machen wir das mal. Teleport. 4 Felder. Und da haben wir nochmal... Sie hat bestimmt was auf der Erde unten. So. Okay, dann sind die Wolken erkundet. 1, 2, 3, 4, 5 Felder. So, die Wolken sind erkundet. Wir sind quasi fertig. Auch nicht schlecht. Wisst ihr was? Das machen wir jetzt einfach mit Leutsignal und gehen so zurück. Und da haben wir auch wieder die Musik. Sehr schön. Und dann können wir hier nämlich schlafen. Nochmal schlafen. Und dann ein Tageszauber. Beziehungsweise, Moment. Wir gehen erst einmal hierher und schauen nach. Ihr wollt trainieren? Sehr gut. Du kannst aufsteigen. Sehr gut. Und du kannst aufsteigen. Dann wäre es blöd gewesen, den Tageszauber gleich zu sprechen. So, irgendwas kaputt, was wir noch reparieren müssen? Nö. Ja. Was wollt ihr denn? Da sollten wir noch was reparieren. Ich glaube, Waffen waren nichts dabei. Aber Rüstung.
Ja, und das war's eigentlich auch schon. Nur bei dir war was kaputt. Okay. So, die Frage ist, ja, das will ich eigentlich, die ganzen Sachen, wo wir da gekriegt haben, will ich eigentlich ein anderes Mal austauschen. Oh, das sind aber schöne Sachen dabei, Platin-Sachen. War Platin nicht eines der besten Materialien, die es gibt? Ah, nee, nicht ein gutes. Danach kommt noch Rubin, Smaragd, Saphir, Diamant und Obsidian. Also quasi noch die ganzen Edelsteine, aber ansonsten sind es sehr, sehr schöne Sachen. Da sollten wir wahrscheinlich einige coole Sachen rauskriegen. Platin-Schild? Wow. Ja, okay. Die Frage ist allerdings... Nee, das mache ich jetzt nicht hier. Lass uns mal kurz rausgehen. Ich will mal mich um den... Hier ist der Turm. Ja, hier. Ah, das sind wahrscheinlich die Trommeln gewesen. Die waren ja vorher leer gewesen. Ist nur die Frage, gibt es da noch mehrere von diesen Dingern? Ja, wenn nicht, macht's auch nichts. Ja, gut. Es ist die Frage, was machen wir als nächstes? Wir haben jetzt weiterhin zwei Sachen zu machen, die nördliche Sphinx oder Darzogs Turm. Unsere Aufgaben... Zu Harlon soll man auch noch zurückgehen und diesen Lavastein bringen. Ah, wer war denn nochmal der Harlon? Wo war denn der nochmal? B3? Dann haben wir noch den Krodo. Aus dem bösen Magier Darzog. Danach haben wir noch Xen zu erledigen. Das haben wir ja erfahren gehabt. Also nach dem Magier müssen wir noch Darzog Xen erledigen. Haben wir ja gehört gehabt, dass der noch da ist. Und den Spiegel. Und natürlich müssen wir noch versuchen, unser unser Dungeon unterhalb unseres Schlosses zu machen. Aber da braucht man eine Genehmigung. Da habe ich ja gedacht gehabt, den sechsten Spiegel, wenn wir den zurückbringen, dass wir das dann kriegen. Ah. Muss ich das jetzt schon darüber zu gehen? Beziehungsweise, sag mal. Das war, glaube ich, nicht der Harlon. War der hier drüben? Da war doch auch noch irgendwo ein Zelt. Ja, das hier? War er auch nicht. Wo war dieser blöde Harlon? Ich weiß es absolut nicht mehr. Und da war er auch nicht, wenn ich mich recht erinnere. Dämonenstrahlspruch. Nee, ich glaube erstmal nicht. Da war er auch nicht. Ich weiß nicht mehr, wo der war. Ich muss es nochmal nachschauen. Ich würde sagen, nochmal den Tageszauber rein. Du darfst vielleicht nächstes nochmal den Tagesschutz reinmachen. Und dann gehen wir tatsächlich mal hierher. Und schauen uns dieses Schloss mal an. Vielleicht können wir Krodo tatsächlich befreien. Ich sehe, ihr habt den Schlüssel zum Turm. Ihr dürft vorbei. Sag ich doch, das war er. Jetzt bin ich ja mal gespannt, was uns hier erwartet. Eine Quetschhand. Aber nicht wirklich gefährlich. Bodengitter. Nichts hier. So, was haben wir sonst noch alles hier? Da haben wir wieder ein Bodengitter. Auch nichts hier. Auch nichts hier. Okay. Teleportzauber. Zwei Felder nach Osten. So, dann können wir nämlich dieses komische, blöde Ding da umgehen. Auch nichts hier. Hm. Wie auch immer. Oh, hier war was. Nett. Ich
Hier können wir ja mit einem einfachen Sprung rüber. Nee. Sie hat schon so viel Glück und trotzdem solche Schwierigkeiten. Die Türen ohne Fallen aufzumachen. Und da geht's schon in das nächste Level. Dann haben wir das erste Level schon hinter uns. Auch nicht schlecht. Das ging ja schnell. Ich bin mal gespannt, ob wir tatsächlich Grotto hier finden. Ah, da haben wir die Magier. Oh. Okay. Sprung. Ja, das ist ja toll. Nochmal ein Sprung. Ist ja weiterhin toll. Nochmal ein Sprung. Und da kriegen wir Buch der Geschwindigkeit. Da kriegen wir wahrscheinlich Geschwindigkeit drauf. Wo ist es denn? Tempo 25. Da darf Okal lesen. 20! Wow! Hoho! Ich bin mir nicht sicher, ob das, was ich jetzt hier mache, ob das gut ist. Oder ob wir sowieso durchlaufen müssen durch diese blöden Dinger. Da ist nix. Ich glaube, da kommen wir gar nicht so richtig durch. Wisst ihr was? Wir laufen da durch. Das ist mir jetzt egal. Warte mal. Sind wir wieder auf dem... Ach! Ich sehe schon. Wir werden auch teleportiert nach unten. Ach du Scheiße. Okay. Und unsere XP ist auch weg. Ach, Mist. So eine Schrott und wir werden teleportiert. In dem Fall machen wir jetzt den Tageszauber gar nicht groß rein. Der ist ja, wenn wir Pech haben, eh gleich weg. Sondern sparen uns das Ganze mal auf für... so Zeug. Welche Hand? 50.000, ja, gar nicht mal schlecht. Buch der Kraft. Das du nochmal. 20 Kraft dauerhaft. Hoho, jetzt sind die ganz schön stark. Gefällt mir. So, wie kommen wir da unten hin? Ah. Hier können wir nochmal einen Sprung machen. Buch der Ausdauer. Du hast noch relativ wenig Ausdauer. 20 Ausdauer drauf. Hohohoho. Wie geil ist das denn? So, Sprung. Hier können wir nach hierher gehen. Sehr schön. Persönlichkeit ist klar. Hohohoho. Wie geil. So, jetzt waren wir da und da. Hier können wir auch nochmal einen Sprung machen. Der versagt hat. Warum auch immer der da versagt hat. Genauigkeit. 34, 29. Ich glaube, dann kriegst du hier mal als unser Schütze ja schöne Genauigkeit drauf. So. Okay, also nach da kommen wir irgendwie, warum auch immer, da kommen wir nicht hin. Das ist aber hier tricky, hier auch lang zu kommen. Ja, Mist. Nochmal laden, kurz. Da waren tatsächlich zwei Felder. Ja, das ist schwierig zu sagen hier, das sind tatsächlich zwei Felder, ja, genau.
Waren wir da unten eigentlich schon? Ne, da waren wir auch noch nicht. Können wir da mit den, mit dem Teleportfeld vielleicht runter? Ja, das geht. Aber da ist auch nichts. Okay, Sprung. Da müssen wir tatsächlich öfters mal hin und her springen. Ach, genau. Jetzt sind wir ja hier. Aber das ist leer. Genau, da waren wir schon, richtig? Ja, genau, da waren wir schon. So. Da war Obama aber noch nicht. Ah, wie kommt man da am besten hin? Drei Felder vielleicht. Drei Felder könnte das klappen mit Teleport auf drei Felder. Aber wo geht's denn hier eigentlich weiter? Ach, verdammt. Da war auch was. Wo zum Henker geht's hier weiter? Da oben waren wir noch nicht. Da waren wir schon. Vielleicht geht's da oben weiter, dass es hier weitergeht. Da müssen wir noch hin. Da unten waren wir noch nicht wirklich. Vier Felder? Eigentlich müsste ich es mir aufzeichnen. Ja, genau. Da waren wir schon, aber da waren wir noch nicht. Ja, wie kommen wir da hin? Ja, wir müssen da hinkommen irgendwie. Also hierher. Genau, wir probieren es jetzt nochmal aus. Ich glaube, ich habe eine Idee. Und ein Teleportfeld von zwei. Ach, Mann, oh Mann, ist das hier kompliziert. Ah, nee, da ist auch so ein Teil. Scheiße. Okay. Also, da ist ein Feld. Da war aber, glaube ich, kein Feld. Und kostet weniger. Waren wir doch auch schon. Genau so. Sprung hierher. Sprung dahin. Intellekt. Nochmal Sprung. Nochmal Sprung. Nochmal Sprung. Jetzt können wir hier nochmal. Einfach da vollständiger halber. Hierher gehen. Aha. Also ich muss sagen, das hat sich doch gelohnt, dass wir da nochmal geschaut haben. Jetzt waren wir, glaube ich, überall. Also da drin sind, da dürfte nichts mehr sein. Alter Lettich, also das ist echt ein übler Turm gewesen. Also eine üble Ebene gewesen. Vor allem eine relativ komplizierte. Weg mit dir, Zauberer. Da ist nichts. Da ist eine Tür. Bleiben wir aber erstmal hier, hätte ich gesagt. Da ist auch nichts. Wir müssen durch die Tür durch. Dazok-Klon, habe ich das richtig gelesen? Das ist ein Dazok-Klon. Wow! Verdammt. Okay, wir sollten definitiv nicht an die Hand gehen. Ich wollte nochmal schauen, ob das tatsächlich ein Dazok-Klon hieß. Ach du heilige Scheiße. Tatsächlich ein Dazok-Klon. Wir schlafen nochmal. Und dann mache ich hier nochmal jetzt. Jetzt mache ich den Tageszauber rein. Durch dieses Kraftschild sollten wir auch ein bisschen besser geschützt sein vor diesen
Versteinerungszaubern. Ja, und dann schauen wir uns weiter um in der nächsten Folge. Dann sage ich mal vielen Dank fürs Anschauen. Macht's gut, bis zur nächsten Folge dann. Tschüss.